Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie ihr seht, habt ihr was verpasst. Meine letzte Aufnahme hat sich ins Nirvana verabschiedet, oder besser gesagt, ich will sie euch nicht antun, weil es stottert nur. Das ist schon merkwürdig. Da übertaktet man seine CPU und dann spinnt auf einmal die Tonspur bei der Aufnahme. Also, was ist passiert? Ich habe für Dick was er haben wollte, besorgt. Waren kurz in der Gruft, aber nur im Eingang. Ach ja, und in der Folge davor habe ich ein bisschen gelevelt. Aber das war es im Prinzip auch. Wir sind jetzt jedenfalls hier zurück im Haus des Bürgermeisters und wie ihr seht, ist Dick ziemlich platt. wie hieß sie nochmal? Gretels Mutter, genau. Hat uns verfolgt. Bis hierhin verfolgt und hat letztendlich den Bürgermeister getötet. Aber er hat sie in die Irre geführt. Jetzt hat sich die Katze unserer Gruppe angeschlossen. Und wir versuchen, einen Weg zur Bücherei zu finden. Wir kommen ja jetzt nicht mehr durch die nördliche Passstraße dadurch. Oder wie die hieß. Das heißt also, wir sollen uns jetzt in der Stadt umschauen. Aber bevor wir uns in der Stadt umschauen, möchte ich mich erst noch mal im Haus umschauen. Ob wir hier irgendwas finden. Ich habe niemals mitbekommen, wie Mutter getötet hat. Hänsel hat sich oft an dieser Teil der Arbeit erfreut. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schmutzig sein würde. Er hat überall tiefe Schnitte über seinem Körper. Auf seinem Körper. So. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Spiel sieht echt super aus. Sieht alles so richtig schön scharf aus. Ein paar Heil-Items einstecken. Ah, wir kommen natürlich nicht nach oben. Das ist natürlich wirklich blöd. Ach ja, und wir haben noch eine Seitenquest. Nebenquest. Wir sollen von... ein Jäger hat uns beauftragt, mit seiner Schwester zu reden und ihr zu sagen, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Ein paar Heil-Items finden ist auch nicht schlecht. Soweit ich weiß, war damit, das sollten wir zum östlichen Haus in der Stadt. Und das wird wohl das hier sein. Das war mal unser Haus. Nun, meins und Hänsels, bis unsere Eltern uns verlassen und zum Sterben im Aschenforest gelassen haben. Ich frage mich, ob sie immer noch hier leben. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht sind sie unterwegs. Aber da oben ist eine Kiste. Erst die Kiste, dann wieder denken. Und das hier schon das östliche Haus ist. Dann frage ich mich doch, wo wohnt dann seine Schwester? Wer bist du denn? Ich arbeite in der Tavernengarten für Björn. Er ist viel zu beschäftigt, um sich selbst darum zu kümmern. Ich mache es sehr gerne. Schön, ja. Aber das ist doch nicht... Moment, ich schaue jetzt nochmal. Questlog. Jägersnachricht, ja. Far East Terrace.
Das hier wird das wohl nicht sein. Ach, wenn wir schon mal da sind, dann können wir mal hier in die Kneipe gehen. Eine Taverne. Oi! Keine Fremden erlaubt. Und keine Bastards. Ich wollte ja nach Affinität gucken. Ja, habe ich ganz vergessen. Affinitätswächter auch nicht. So, verschwindet. Ich bin nur... Es interessiert mich nicht. Wir kennen dich, euch nicht. Und mit Sicherheit vertrauen wir euch nicht. Raus! Was war das denn? Tavernenbesitzer verhalten sich so. Ja, Trinkers. Trinker. Also im Prinzip heißt das, die Säufer lassen ihren Ärger an den Sachen aus und niemand will dafür gemeldet werden. Den Wächtern, den Wachen gemeldet werden. Aber wie schafft er es, die Wachen nicht reinzulassen? Ich bezweifle, dass sie da jemals rein wollen. Niemand will ein Bier trinken, in das reingepinkelt wurde. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich wurde aus der Taverne ausgesperrt. Björn sagt, ich rede zu viel. Aber das tue ich nicht. Du denkst nicht, dass ich zu viel rede, oder? Natürlich nicht. Bei Bodor. Ich sag euch, wer zu viel redet. Björn. Der redet zu viel. Alles klar. Mal ganz ruhig hier. Wenn wir schon hier... Ach, grasen wir einfach mal jedes Haus hier ab. Was soll's? Was ist hier? Wer bist du? Oh. Ja, besser einen guten Grund, hier hinzukommen. Sonst findet ihr euch gleich da unten... weggesperrt mit dem Rest der Kriminellen und Affinitätsterroristen. Ja, das ist blöd. Ich weiß, aber... Ja, ja, wir gehen ja schon. Was passiert denn, wenn ich versuche, da in den Keller zu gehen? Interessant. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich bin derzeit momentan zu müde zum Reden. Dein Wunsch sei mir Befehl. Und du... Dieser verdammte Ort. Ich hoffe, ich entwickle bald die Fähigkeit, das Innere nach außen der Menschen zu kehren. Alles klar. Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Möglicherweise, weil ich meine Steuern nicht bezahlen konnte. Ja, das ist schon mal... Es könnte durchaus sein. So. Du... Hallo Mädchen, ist es lange her, seitdem ich draußen war? Der Aschenwald hat Driftberg nicht übernommen oder wurde nicht zu Driftberg. Beziehungsweise Driftberg wurde nicht zum Aschenwald. Interessant, das hat sich doch gelohnt. Was nehmen wir denn mal? Ja, ich bin jetzt mal langweilig und nehme Leid. Wunderbar.
fehlt allerdings noch immer eine Gamepad-Steuerung. Spiel an sich finde ich bisher echt gut. Wenn ich es nicht gut finden würde, dann würde ich es nicht spielen. So einfach ist das. Okay. Ich sag schon wieder okay. Verschlossen. Was für ein Käse aber auch. Ah, Kiste. Jawohl. Was bist du? Bah. Noch eine verschlossene Tür. Was haben wir denn hier? Ja. Da kommen wir rein. Da liegen welche im Bett. Will ja nicht stören. Kann ich mit ihnen reden? Nein, ich kann nicht mit ihnen reden, aber ich kann ihnen zugucken. Da ist ein Portal. Wer bist du? Ah, das ist nutzlos. Ich werde niemals dazu in der Lage sein, ein stabiles Portal über eine größere Distanz zu öffnen. Du kannst Portale öffnen. Nun, nicht wirklich. Das ist genau mein Problem, siehst du? Ich kann. Aber nur in einer sehr kleinen Gegend. Sobald sich die Geografie... die Geografie des Portals ändert, antworten sie nicht mehr. Das ist wirklich eine Affinität zu haben. Auch wenn sie nicht richtig funktioniert. Wie kommt es, dass dich die Affinitätswachen nicht geschnappt haben? Gott, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Das ist gar nicht gut. Oh, unstabile Portale zu öffnen ist nicht meine einzige Fähigkeit. Mit meiner anderen Fähigkeit lasse ich die Leute mich sofort vergessen, wenn ich sie auf sie benutzen möchte. Nützlich. Wenn nur deine Kraft richtig funktionieren würde, dann könnte ich vielleicht nach Hause kommen. Ich wurde hierher durch ein Portal gebracht. Nun, vielleicht kann ich dir helfen, wenn es jemals funktionieren wird. Aber vielleicht kannst du mir zuerst helfen. Was brauchst du? Ich versuche, ein Portal zwischen diesen zwei Bäumen zu öffnen. Es gibt ein ähnliches im Aschenwald. Ich kann fühlen, wie sich das Portal am anderen Ende öffnet, aber die Gegenden sind viel zu unterschiedlich, um die Verbindungen herzustellen. Okay. Was ich von dir benötige, ist, dass du einen Radiantquarz beschaffst. Und ihm am anderen an den anderen Bäumen anbringst. Platzierst. Ich habe einen an diesem Ende und hoffentlich macht das die zwei Gegenden ähnlich genug, damit sich das Portal öffnet. Das hört sich nicht allzu schwierig an. Ist es auch nicht. Dennoch brauchst du das Radiant-Quarz zuerst,
Und sie können nur in den Höhlen nördlich von Driftburg gefunden werden. Level 8. Ah, das ist schon eine Nummer größer. Okay. Das ist sehr nett von dir. Schnapp dir das Quarz und bring es zu den Bäumen. Ich sollte es fühlen, wenn du da dort ankommst. Noch eine Quest. So, und was ist mit dir? Ja. Ich wollte nur Hallo sagen. Oh. Machen das die Leute davon, wo du kommst? Ja. Aber woher weißt du, dass ich nicht von hier bin? Ich habe hier mein ganzes Leben lang gelebt. Du kommst, gehörst hier definitiv nicht hin. Nein, tue ich nicht. Ich denke nicht, dass du mir einen Gefallen erfüllen würdest. Als Fremder wärst du dafür perfekt geeignet. Ich weiß nicht, worum geht's? Ich brauche dich dafür, meine Freundin zu sein. Ich denke nicht. Ich bin nicht hier für irgendwas in der Art. Ich bin nur hier, um nach Hause zu kommen. Haha. Hahaha. Du bist nicht mein Typ. Du sollst nur so tun, als ob. Siehst du, meine Eltern wollen mich verheiraten. Verkuppeln mich, bringen mich mit unterschiedlichen Frauen zusammen. Mit Mädchen und Jungs von Setting me up. Sie lassen mich mit unterschiedlichen Mädchen und Jungs in der Stadt treffen. Vielleicht bin ich interessiert, aber ich will nicht hier bleiben und heiraten. I want to join the Tetrit Flag. Will der Tetrit Flag join, was auch immer das ist. Sachen wie das zu sagen, macht die Wächter auf dich aufmerksam. Ha, ich habe keine Angst vor ihnen. Solltest du aber. Der Imperator wählt nur die Mächtigsten aus. Ich weiß. Er nahm meine Schwester und als sie zurückkam, um uns zu besuchen, hatte sie eine komplette Gehirnwäsche hinter sich. Ich will sie retten. So, was ist es, was ich für dich tun soll? Es ist wirklich einfach. Du sollst nur zu dem Haus meiner Eltern gehen, fragen, ob ich da bin. Und wenn sie dich fragen, wer du bist, sagst du, du bist meine Freundin. Werden sie nicht fragen, wie wir uns kennengelernt haben? Möglich. Erzähl ihnen einfach. Du kommst aus Hansdown mit deinem Vater und ihr habt gerade erst ein Haus gekauft. Das mag für eine Woche oder zwei funktionieren, aber sehr schnell werden sie herausfinden, dass es eine Lüge war. Natürlich, aber bis dahin werde ich schon längst weg sein. So, gehst du mir helfen? Ich bezahle dich dafür. Was kriegen wir denn dafür? Ja, warum nicht? Level 1. Super, ich nebenbei bemerkt, ich bin Axel Tenner. Meine Eltern leben südlich von hier. Im Haus mit all den mit der farbenfrohen Wäsche draußen. Okay, dann wird das hier sein. Oder nicht? Ach, das waren die im Bett lagen. Steht ihr auch mal auf? Was ist denn los mit euch?
Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo hier zu sehen, wie spät es ist? Sieht nicht so aus. Gehe ich noch mal rein. Irgendwann, jetzt sind sie da. Kann ich dir helfen, meine Liebe? Hi, ich suche Axel. Ich bin seine Freundin. Alf, hast du das gehört? Ich habe es gehört, meine Liebe. Ich habe es gehört. Willkommen, meine Liebe. Er ist draußen. Tut mir leid. Das ist so eine tolle Nachricht. Wir haben schon aufgegeben, irgendwen für ihn zu finden. Ehrlich gesagt, wir hatten schon Sorge, dass er niemals jemand finden wird. Und dass er am Ende den Rebellen beitreten wird. Wir waren noch viel mehr besorgt, als wir hörten, dass seine Schwester im Dienste des Imperators gestorben ist. Alf, wir wollten ihm das noch nicht erzählen. Seine Schwester ist tot. Oh nein! Es tut mir so schrecklich leid. Wir wollten es ihm nicht erzählen. Wir dachten, es würde ihm über den Rand schieben. Bitte erzähl es ihm nicht. Okay. Dankeschön. Es war wirklich nett, dich zu treffen, meine Liebe. Du musst irgendwann zurückkommen, um etwas Tee mit uns zu trinken. Uiuiui, das sind ja Nachrichten. Wo ist er denn? Du warst das doch. Hast du mit meinen Eltern geredet? Ja. Sie glauben, wir sind ein Paar. Super, danke dir. Hier ist der Kupfer, hier ist das Kupferstück, das ich dir versprochen hatte. Oder der Kupfer. Das Problem ist jetzt natürlich, wir können jetzt Axel sagen, was mit seiner Schwester ist. Oder wir können ihn ahnungslos bleiben lassen. Das Problem ist, er will ja seine Schwester retten. Bloß da ist nichts mehr zu retten. Okay, das hört sich jetzt mieser an, als es gedacht war. Ich sag das jetzt, Axel. Schau. Ich habe deinen Eltern versprochen, es dir nicht zu sagen, aber du solltest wissen, deine Schwester ist gestorben, als sie für den Imperator gekämpft hat. Nein, das kann nicht wahr sein. Es tut mir so leid. Nein. Nein! Das wird nicht gut für ihn enden. Okay. Ich habe schon wieder okay gesagt. Wir lassen es jetzt erstmal gut sein mit dem Part. Dann suchen wir in der nächsten Folge mal weiter nach der Schwester für die Nebenquest. Und vielleicht kommen wir dann auch schon mit der Hauptquest weiter. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen nach oben und lasst mir einen netten Kommentar da. Ich freue mich riesig drüber und bis bald!